Wie geht es weiter in Zeiten wie diesen? Ihr wundert euch vielleicht, dass ich mich heute auf diese Weise bei euch melde. Hintergrund ist einfach. Dem Träger des Studiengangs Theologie des Leibes wurde aus Einspargründen des kirchlichen Sponsors 70% unserer Basisfinanzierung gestrichen. Wenn wir das nicht bis Juni decken können, ist es konkret das Ende des Studiengangs. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann es trotzdem mit dem Studiengang weitergehen? Seit 2011 bringt der Studiengang große Früchte. An erster Stelle für euch selbst, aber auch dann den vielen Menschen, die von euren wunderbaren Projekten angesprochen worden sind und Hilfe erfahren haben. Der Wegfall dieser Finanzierung gleicht für uns einem großen Erdbeben. Kann der Studiengang noch weitergeführt werden? Aber, vielleicht habt ihr es gemerkt, die Frage ist eigentlich falsch gestellt. Richtig müsste die Frage lauten, gerade in Zeiten wie diesen muss der Studiengang weitergehen. Gerade in Zeiten wie diesen muss alles daran gesetzt werden, damit Gottes Plan für die Menschen, für die Liebe, für die Sexualität, für Ehe und Familie weitergegeben kann, gerade in Zeiten wie diesen. Aber dazu brauchen wir konkret eure Hilfe. Konkret brauchen wir bis Juni 15.000 Euro, damit der Studiengang sicher in den nächsten Kurs im September starten kann. Und spätestens jetzt merkt ihr, es ist wirklich dringend. Meine Bitte an euch, spendet konkret 50 Euro oder eben was ihr könnt. Oder eben auch so viel, wie euch das Fortbestehen des Studiengangs wert ist. Das ist jetzt eine erste Nothilfe. Das Stift Heiligenkreuz und die Hochschule Heiligenkreuz unterstützen uns bereits mit allen Kräften. Bitte unterstützt auch ihr uns in dieser existenziellen Lage finanziell, aber auch natürlich durch euer Gebet. Mein herzliches Vergelt's Gott im Voraus.